angeschmissen und los geht das. One! Und los geht das! Quiplash! Hello, ja. I'd like to welcome almost all of you to Quiplash. Ja, ein okay, von uns heißt ja nicht willkommen. Welcome to your worst nightmare, but in a good way. Runde 1. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it. So, jetzt habt ihr 90 Sekunden, um zu antworten. Beeilt euch ein bisschen. Eben hat es einmal bei einem nicht hingehauen, weil es zu langsam war. Der Delay ist real. So, oder machen wir mal. So, ich bin bereit, Sergeant Freeman ist bereit, Sven ist bereit. Die anderen vier haben noch 45 Sekunden, um sich die lustigste Antwort aller Zeiten auszudenken. Zwei Leute sind schon geheiligt. Wer ist denn schon geheiligt im Gulaschtuben? Der grüne Klumpen ist immer der Spieler, der sich nicht so schnell zusammenreißen kann. Das sind aber jedes Mal andere Spieler gewesen. Aber irgendwie, vielleicht ist grün so die Farbe, hast du automatisch verloren, wenn du die Grünen bist. Das ist wie im Bundestag. Da hast du halt auch automatisch verloren, wenn du die Grünen bist. Das ist halt einfach so. So. The Empire Strikes Back would have been ruined if Darth Vader said, Luke, I am blank. Das Imperium schlägt zurück wäre ruiniert gewesen, wenn Darth Vader gesagt hätte, Luke, ich bin Veganer oder Luke, ich bin deine Mutter. Klassiker. Klassiker. Ah, die sind beide gut. Ah, da merkt man langsam, ihr habt euer Bier rausgeholt. Es zieht. Die sind beide gut. Die sind beide fantastisch. Mal schauen, was gewonnen hat. Oh, 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 eindeutig. Luke, ich bin Veganer. Den fand ich auch ein bisschen besser. Oh, ein Quiplash. Ja, Patrick Stein hat gewonnen, hat den Quiplash gemacht. Next up. A weird thing for a preacher to say to end every sermon. Etwas Eigenartiges, das ein Pfarrer am Ende der Predigt sagt. Danke, Merkel, oder wir sind alle Geschwister. Ja, das sind beides wirklich nicht die schönsten Dinge, die man hören möchte. So, jetzt bitte Votes reinhauen. Was sagt der Pfarrer? Sagt der Pfarrer zu seinem Beichtknaben? Ja, Amen. Wer Amen sagt, muss auch Bemen sagen. Mhm. He-Man, der kennt sich da aus. Ich hab Nicknacks, die hau ich mir jetzt rein. Haha. Oh, sieht dann unentschieden aus. Ja, danke Merkel, war von mir. And next, a surprising job entry on Abraham Lincoln's resume. Ein überraschender Eintrag in Konrad Adenauers Lebenslauf. Ausbildung in der Pornobranche, danach raus oder bitte wenden. Mhm. Beidseitig bedrucken war damals nämlich noch nicht so groß geschrieben, weil Großschreibtaste gab es auch nicht. Schreckliche Zeiten. Und Konrad Adenauer ist ein ehemaliger... Ich darf mich jetzt nicht verhauen. Bundeskanzler oder Bundespräsident? Ich bin mir ziemlich sicher Kanzler, aber ich will mich nicht drauf festlegen. Von Deutschland. Ist aber schon länger her. Wirklich. Also das war so nach dem Zweiten Weltkrieg recht früh dann schon. Okay, next one. An odd painting to hang above your bed. Ein ungewöhnliches Gemälde, welches du bei deinem Bett aufhängst. Gulasch Lisa von Leonardo di Gulaschio. Oder koreanischer Torwart. Oh, ganz dünnes Eis hier. Wenn wir Fußballfenster haben. Ganz dünnes Eis. Kanzler war er, genau. Genau, der erste Bundeskanzler. Der hat uns den Sozialstaat gebracht. Guter Mann. Geklopft, das hat wehgetan. In der Uni klopft man ständig auf Holz, aber mein Tisch hier ist scheinbar härter. Ja, koreanischer Torwart ist schon ganz, ganz dünnes Eis. Finde ich aber gut. Gulasch Papst hat verloren. Es
Tut mir leid, Herr Gulasch-Papst. Next in line. Als nächstes. The worst advice a doctor could give. Der schlechteste Ratschlag, den dein Doktor dir geben kann. Google es doch oder spuck drauf, das wird schon. Heute Abend wurde eine Legende geboren. Danke, Merkel. Mehr bitter, bitter. Oh, ich hasse diesen Spruch, den Chris und ich irgendwann mal gebracht haben. So, gewonnen hat Google es doch. Ja, schon nicht schlecht. Nee. Ihr kennt doch bestimmt hier Linoleum Akut, diesen komischen Hals-Nasen-Ohren-Salbe, die es da gibt. Wo die dann immer sagen, danke Lino. Ja, und wir haben uns mal gedacht, da gibt es doch bestimmt... Moment, erstmal ein anderer Name für 10, Cass. Gamer oder Fußschmissend? Nee, auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, da gibt es doch bestimmt auch einen für Hämorrhoiden. Der heißt dann Hämorrhido. Und wenn du dann Hämorrhoiden hast, dann sagst du, danke Hämorrhido. Und er dann so, ja, bitter, bitter. Wenn du dann die Hämorrhoiden hast und nicht auf Toilette gehen kannst, ist nicht so schön. Google sagt, ich habe Krebs oder eine defekte Zylinderkopfdichtung. Ich bin ziemlich dafür, dass dein Lachgetriebe kaputt ist. Schon mal nachgeguckt. Ist ziemlich ernst. Muss man aufpassen. Fußschmissend. Finde ich gut. Bei uns stinken die Füße doch nicht, bei uns Gamern. Sagt er mit stinkigen Füßen. War den ganzen Tag unterwegs. Nicht gut. Ach, Fußschmand sollte das heißen. Ah. So war's besser, finde ich. Was dein Wecker zu dir zu sagen müsste, damit du sofort aufstehst. Prostata-Vorsorgeuntersuchung. Oder steh auf, oder ich werfe Gulasch in den Müll. Oh, das ist die Drohung des Jahres. Steh auf, oder ich werfe Gulasch in den Müll. Das ist nicht gut. Essen verschwenden sollte man nicht. Aber ganz ehrlich, wer denkt sich denn morgens, sagt der Wecker, Achtung, du hast eine Prostata-Vorsorgeuntersuchung. Dann denkst du dir, boah, klasse, erstmal aufstehen. Endlich mal wieder eine Hand im Arsch. Warte ich schon die ganze Woche drauf. Klasse ist das. Echt. Ja? Das Gulasch will heute nicht so richtig. Das ist Gulasch aus der Mikrowelle eher. So aufgewärmtes Zeug. That's the end of round one. Let's take a look at the scores. Es gibt Freibier, steht im Bett. Ja. So, schauen wir mal. Zarte Schwimmen führt. Aber das kann ja noch werden. Runde 2. Now round 2, where all points and bonuses are doubled. The drama. Das Drama ist real. So, 90 Sekunden habt ihr. Nicht den Delay vergessen, wie gesagt. Also, brav tippen. So, knapp eine Minute haben wir noch. Zwei Fragen müsst ihr beantworten, deswegen nicht an der ersten zu lange aufhalten, wenn euch nichts einfällt. Da kommt noch eine zweite. So, 30 Sekunden habt ihr noch. Drei Leute müssen noch tippen. Ist manchmal nicht so leicht, aber man muss sich halt auch mal beeilen. Wenn einem nichts einfällt, einfach irgendwas tippen. Ist immer noch besser, als gar nichts eingegeben zu haben. So, alle sind bereit. Okay, it's time for some quiplashing. Dann bin ich mal gespannt, was ihr euch Schönes ausgedacht habt. A lesser-known medieval torture device, ein kaum bekanntes Folterinstrument aus dem Mittelalter. Ist das Lied Last Christmas oder Despacito? Ach, das ist natürlich wieder eng, ne? Das sind beides richtig schlimme Dinger. Wirklich. Das kann man sich doch beides nicht antun. Jetzt ist die Frage, was findet ihr schlimmer? Das ist jetzt eigentlich... Das ist hier der Kampf der Giganten. Das sind die beiden schlimmsten Lieder. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Das sind die beiden schlimmsten Lieder. Oh, Despacito ist noch unbeliebter. Der Skyrider hasst rigoros das Lied Despacito. Das tun viele, Skyrider, das tun viele. Da bist du nicht allein. Ein furchtbares Motto für einen Abschlussball. Tanz den Schwamm oder gerne nochmal. Tanz den Schwamm, Mann. Tanz den Schwamm. Mach dein Hüftgelenk kaputt und tanz den Schwamm. Klassiker.
Gern nochmal. Abschlussball war doch schön. Wieso sollte man das nicht nochmal wollen? So, 8 Sekunden haben wir noch. So, Tanzi Schwamm hat gewonnen. Aber knapp. Knapp. Marmor, Stein und Eisen bricht, das ist auch ein schlimmes Lied. Auch ein sehr schlimmes Lied. Als nächstes. Ein furchtbarer Name für einen Drachen. Gulaschvernichter oder Braincooker. Troctor. Der Burninator. Oder wie sieht das aus? Das hat jetzt, glaube ich, gerade so hart geleckt, weil ich kurz rausgetappt bin. Das hätte ich nicht machen sollen. Tut mir leid. Ich muss hier dringend nochmal mein Tablet ranholen, dass ich auch den Chat so nebenher machen kann. Das muss ich gerade an einem Gerät machen, das ist nicht so schön. Der Braincooker hat gewonnen. Der Braincooker hat gewonnen. Next in line. A completely untrue rumor about Alvin from Alvin and the Chipmunks. Ein unwahres Gerücht über Alvin aus Alvin und die Chipmunks. Er ist eine fleischfressende Spitzmaus oder er ist ein Gulaschhater. Oh, das ist natürlich wieder schwierig. Skyward hat wen für die nächste Runde. Dann bitte einladen, einfach Bescheid sagen, gib ihm den Link raus, er kann jetzt schon mitvoten und danach gleich einsteigen. Das ist alles kein Problem. Gerne alle rein. 10 Sekunden, gebt eure Votes ab. Also schauen wir mal, wer gewonnen hat. Der Gulasch-Hater. Ja, das ist ein Unentschieden. Klares Unentschieden. So, kurz Entschuldigung, jetzt leckt's nochmal ganz kurz. Ich muss gerade nochmal ganz kurz auf den Desktop. Das machen wir in der ersten Pause gleich mal besser. Eine seltsame Person würde zu den Geräuschen von preußischer Marschmusik oder schreienden Babys einschlafen. Oh, preußische Marschmusik. Ah, das sind auch beides keine schönen Dinge. Wobei preußische Marschmusik geht eigentlich ab. Die war übrigens immer nicht sehr beliebt in Frankreich. Kann man dazu sagen. War nicht so. Ein seltsamer Ort für ein Familientreffen ist der Kindergarten oder der Inzesttempel. Ist es nicht das Gleiche? Oh. Ganz, ganz dünnes Eis, auf dem wir uns hier bewegen. Na, was ist davon lustig? Das da. Das andere auch. Oh, der Inzesttempel. Ich wollte mal der dezenten Antwort ein paar Punkte geben, aber ihr wart alle nicht so dezent heute Abend. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Next up. A brand name for a medication that intentionally causes male impotence. Der Markenname eines Medikaments, welches vorsätzlich zu Impotenz führt. Ganz hart oder Schniedelabin. Abinin. Schniedelabinin. Ja, Volt sind unterwegs. 15 Sekunden habt ihr noch. Ja, die dicken Punkte gibt's für Schniedelabinin. Auch schönes Medikament, definitiv. Würde ich nicht nehmen. And that's all for round two. So. Schauen wir mal, wie es aussieht. Oh. Der Sergeant Freeman, der führt. 4250 Punkte, das ist nicht schlecht. Aber eine Runde haben wir ja noch. Da haben wir alle noch eine Chance. Round three, the last lash. One final chance to catch up. Point values are tripled and everyone gets the same prompt this time. So, dann wollen wir mal schauen. Prompt is something you should never put on an open wound. Was solltest du niemals auf eine offene Wunde legen? Ja, was tut da am meisten weh? Was ist da nicht schön?
So. Eine Antwort fehlt noch. Patrick, mach hinne. Dein Stein weiß noch nicht so genau. Okidoki, alle sind bereit. Lass mal schauen. Was solltest du niemals auf eine offene Wunde legen? Ein Verband, eine Würfelqualle, Tampon, was aussieht wie ein Erdbeertee, Tequila und Zitrone, vergammeltes Gulasch, Bier, das ist Verschwendung, oder Kaffee. So, ihr habt 3 Votes, nicht vergessen, hier hat man mehr Votes. Sekunden. Der lustigste gewinnt. Und das Tampon mit dem Erdbeertee hat 2 Votes gekriegt. 10%, das sind immerhin 300 Punkte für Sven. Vergammeltes Gulasch kriegt auch 10%. 200 Punkte. Ja, der Delay ist echt. Das tut mir leid, das ist halt so bei Quiplish. Da merkt man es halt erstmal richtig. Kaffee. Auch 2 Votes. 10% für Nili. Njam, njam, njam. Eine Würfelqualle. 14%. Njam, 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 njam. Tequila und Zitrone, das brennt stark. Luke Skywalker kann ein Lied davon bringen. 5 Punkte, 24%, 720 Punkte. Bier, das ist Verschwendung, da stimmen wir alle zu. 7 Votes, 990 Punkte. Oder den Verband. Das kann man natürlich nicht machen, den hat keiner genommen. Dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Und Sergeant Freeman hat gewonnen. Der Stein! So muss das sein. Die beste Antwort war der Veganer. Auch von Sergeant Freeman. Doppelter Gewinner hier. Drück mal auf neue Mitspieler, Skyrider. Und, ja, ich bin hier am Laptop. Der Laptop ist nicht so leistungsstark. Aber ich habe gerade für Quiplish reicht's hin. Reicht's eigentlich auch. Der Delay ist halt ein bisschen da. Aber das stört ja nicht. Drück auf New Player, Skyrider. Dann geht's neu los. Dann können auch neue Leute joinen. Ansonsten würden wir halt noch mit der gleichen Runde spielen. Jetzt müssen wir rein mit QPPW. Wer als erstes kommt, malt auch zuerst. Das bin ich. Haha, Mensch. Weil ich habe ja gar keinen Delay bei mir, ihr Schlingel. Genau, und jetzt alle rein bitte. Schön, 8 Spieler wollen wir sehen. Wir geben uns nicht mit weniger zufrieden. Da kommen sie alle. Hey. Da geht noch mehr. 5 Leute sind wir. Da geht noch mehr. Da geht definitiv noch mehr. Da ist Twitch Prime Werbung. Das geht auch noch mehr. Da geht auch noch mehr. 6 Leute haben wir. Komm, 2 Plätze sind noch frei. 2 Plätze kriegen wir noch voll. War definitiv lustig. Rabenfell und Red. Wir sind voll. Das heißt, wir fangen an. Sehr schön. Wer jetzt noch mitmachen will, bis zur nächsten Runde warten. Ihr könnt jetzt schon in die Audience, wenn ihr da oben den QPPW-Code eingebt, könnt ihr immer noch voten, was am lustigsten war. Die 8 Mitspieler können die Antworten eingeben. You get points based on the percentage of people who like your answer. And a bonus if you get more votes than your opponent. Go! So, dann mal eingeben. Oh, du hast 2 Spielstände gleichzeitig. Da musst du dich aber beeilen. Worin sind... Ja, nee, das ist ja meiner. Das lese ich nicht vor. Gut, 90 Sekunden ab, da jetzt noch 80. Sekunden sind noch, beeilt euch. Achso, nee, das ist dein Freund, dann passt das natürlich sehr gut.
So, zwei Leute fehlen noch. Ich habe gerade auch ein bisschen länger gebraucht. Hab mir was Gutes eingefallen. Das muss man sagen. Einer fehlt noch. Das ist dein Freund, glaube ich. Sag immer, wir haben ein bisschen Delay. Deswegen muss er sich hier ein bisschen beeilen. Wenn er hier im Stream noch 20, 30 Sekunden sieht, dann muss er halt beim Handy schon sich beeilen. 6, 5, 4. Ah, das wird knapp. Das wird knapp, das wird knapp. Das hat nicht gereicht. Okay, here we go. Da sind leider keine Antworten rausgekommen. Starting things off. Something pirates probably aren't very good at. Worin sind Piraten nicht wirklich gut? Im Piraten oder in ehrlicher Arbeit? Jetzt können wir voten. Was ist lustiger? 20 Sekunden haben wir noch. Wer jetzt nicht mitspielt, übrigens nochmal dazu gesagt, oben rechts steht der Code. Könnt ihr auf jackbox.tv und könnt dann voten, was ihr lustiger fandet. Und in der nächsten Runde könnt ihr dann auch mitspielen. Aber in dieser Runde könnt ihr immer noch dazu beitragen, wer hier gewinnt. Also jeder kann dabei sein. Nur nicht jeder kann antworten, nur die ersten 8. So. Im Piraten. 80%, ja, ich habe mich vertippt, da fehlt das E. Das ist natürlich ärgerlich. Aber im Piraten ist auch echt gut. Klassiker. Next one. The worst advice an IT guy could give. Der schlechteste Ratschlag, den du von einem Informatiker bekommen könntest. Weiß man nicht. Oder bitte lies vorher die Bedienungsanleitung. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Ratschlag, den Informatiker dir geben kann. Also ich als Teilzeitinformatiker muss dazu sagen, es gibt Dinge, die könnte man auch einfach mal in 5 Minuten nachlesen und Leute kommen trotzdem zu dir. Ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig. Aber manche Leute sind halt so. Hoch und wieder runterfahren, ja. Hehehe. Nom nom nom, da hat der Gulaschpapst gewonnen. Der freut sich mit seiner kleinen Gulaschlocke. Es lebe die Gulaschlocke. Das Beste daran, 100 Jahre alt zu werden. Neue Gulascharten. Oder die Nullen sehen aus wie Tütten. Das Beste daran ist, dass ich mir das hier nicht mehr so lange antun muss, wenn ich 100 bin. Haha. Mensch. Wie lustig. So, mehr gespannt. Gulasch hat's heute wirklich. Keine Punkte dem Gulasch. Einfach Protest voten gegen das Gulasch. So, wollen wir mal gucken. Rabenfell. Rabenfell findet Gulasch also auch sehr lustig. Und die anderen nicht. Schade. Aber scheinbar haben hier Leute klare Präferenzen im Chat. Ich merke das schon. Klare Präferenzen gesetzt. Okay, next one. So. A sign that your kid isn't good at sports. Woran merkt ihr, dass euer Kind schlecht im Sport ist? Es ist ein Gamer. Oder es rollt die 100 Meter in 45 Sekunden. Also ich bin ganz ehrlich, wenn du rollst in 45 Sekunden 100 Meter, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich muss dazu sagen, also mir würde schwindelig werden und ich würde wahrscheinlich auch nach 50 Metern da liegen. Es würde sich alles drehen und ich würde die Bahn neu einfärben. Mit Dingen, über die wir hier nicht reden wollen. Na, aber gerollt wird. 100%. Ein dicker Quiplash für Sergeant Freeman. Ja, da freut er sich. Definitiv. Coming up next. War auch eine gute Antwort. Instead of cheese, the worst family photographer would tell you to say blank. Anstelle von Cheese würde dich der schlechteste Fotograf der Familie auffordern, Folgendes zu rufen. Allahu Akbar oder französischer Widerstand. La Résistance. So, was ist die richtige Antwort? Zeigt mir, was ihr könnt. Show me what you got. Was ist lustiger? Und die richtige Antwort war... Allahu Akbar! Mensch Leute, das könnt ihr doch nicht einfach so rufen. Dann kommt doch die Polizei! Next up. Something that the Keebler Elves chant during a strike. Was singen die sieben Zwerge, während sie streiken? Wir sind klein und sagen nein. Oder sieben Pegida-Anhänger.
Und wir sind klein und sagen nein. Oder die sieben Pegida-Anhänger. Hm. Das zweite klingt so ein bisschen wie drei Chinesen mit einem Kontrabass. Sieben Pegida-Anhänger im Bundestag. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Wir sind klein und sagen nein. Das, da fand ich mich auch lustig, da muss man mal sagen. Ein gutes Zeichen, dass du ein Geist sein könntest, ist, dass du kein Eis magst oder dass du weg bist. Ja, dass du weg bist, ist meistens ein gutes Zeichen. Deswegen wahrscheinlich folgendes. Oder you would never go on a roller coaster called blank. Du würdest niemals auf eine Achterbahn namens gehen. Heißt die Achterbahn I Hate Gulasch oder der Hackfleischhassende Zerhacker? Ja, der zerhackt nämlich das Hackfleisch und der hasst das Hackfleisch und zerhackt dich. Was zerhackt der eigentlich? Der zerhackt alles, was er hacken kann. Vor allem Hackfleisch. Oder hackt der dich zu Hackfleisch? Der zerhackstückelnde Hackstarken? Ja, nee. Der Hackfleischhassende Zerhacker. Definitiv haben wir alle SpongeBob geguckt. So. Round 1 is in the books. Let's see the scores. Schau mal, wie es so läuft. Wer führt? Sergeant Freeman wieder, der räumt hier richtig auf. Aber wir haben noch zwei Runden. Das kann sich alles noch ändern. Schauen wir mal, was in Runde 2 so läuft. So, 90 Sekunden habt ihr wieder. Antworten bitte jetzt eintippen. Beeilt euch. So. SpongeBob ist Nihilis Kindheit. Ja, ich denke, das können einige hier nachvollziehen, denke ich. So, bitte eintippen. Der Gulaschpapst ist bereit. Mike, schön, dass du da bist. Moin. Freut mich, dass du hier bist. Wir spielen Quiplash. Ja, du kannst jetzt noch nicht mitspielen gerade, weil wir sind gerade noch voll und die Runde läuft. Aber du kannst jetzt schon in die Audience und mitvoten, was am lustigsten war. Dazu einfach auf jackbox.tv mit dem Code da oben. Und ja, dann kannst du tippen, was hier am lustigsten war und den Gewinner mitvoten. Und nächste Runde kannst du dann dabei sein. Freut mich auf jeden Fall, dass du es einrichten konntest. Und der kleine blaue Kloß da unten, der braucht noch ein bisschen, glaube ich. Ah, ich glaube, der spielt nicht mehr mit. Werden wir sehen. Okay, it's time for some quiplashing. So, dann geht's wieder los. The grossest thing you'd put in your mouth for $18. Das widerlichste, was du für $18 in den Mund nehmen würdest. Gurkenwasser oder eine zinkhaltige Schraube. Hm. Also Gurkenwasser nehme ich auch gratis in den Mund. Manchmal geht das schon. Ah, du gehst um 22 Uhr selber live. Ja, dann will ich dich natürlich nicht aufhalten. Trotzdem schön, dass du kurz da reingeschaut hast. Freut mich. Kannst dir auch Mitternacht nochmal alles Gute wünschen. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er nicht verstanden, wie das hier läuft. Kann ja sein, dass er damit nicht klarkommt. Muss man sehen. So, und gewonnen hat das Gurkenwasser. Ach komm, Gurkenwasser ist doch gar nicht so eklig. Da ist ein bisschen Essig drin, aber das war's doch. Next in line. A good alternative for ping-pong paddles. Eine Alternative für einen Tischtennisschläger. Kopfbar oder gar nichts. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe aus Versehen auf Senden gedrückt, bevor ich Kopfball ausschreiben konnte. Aber da habe ich auch mal Glück gehabt. Krieg nämlich trotzdem 2000 Punkte dafür, dass ich Volltrottel bin. Alles Gute zum Geburtstag, True. Hey! Okay, next one.
Something you should never use as a scarf. Was solltest du niemals anstelle eines Schals verwenden? Würgeschlangen oder die Haut eines Neugeborenen? Ah, ich weiß nicht. Es klingt beides nicht so angenehm. Ja, aber es kommt darauf an, für wen es nicht so angenehm ist, ne? Das eine ist für mich nicht so angenehm, das andere ist wahrscheinlich für andere nicht so angenehm. Aber ich fühle mich wohl. Bratpfannen? Bratpfannen-Ping-Pong, das klingt doch auch gut. Kann man in der Küche spielen mit so Eiern. Wenn du schaffst, das Ei zurückzuschlagen, sodass es nicht zerplatzt, kriegt der andere es ins Gesicht. Und dann klatschst du gegen und das blättert richtig in dein Gesicht. Ja, zweischneidiges Schwert. Zweischneidige Pfanne. Ja, ich denke, da sind wir uns einig, dass das wahrscheinlich eher nicht so geil ist. Die Haut eines Neugeborenen. Kann man definitiv drauf verzichten. Coming up next. Ja genau, ich habe morgen Geburtstag und feier rein. Was solltest du auf keinen Fall tun, wenn sich ein Bär direkt neben dir befindet? Nen Teddy köpfen oder seine Mutter essen? Oh, das ist aber riskant. Das ist riskant. Der Vorhautschal. Na, lieber nicht. Lieber nicht den Vorhautschal. Der Schalke-Schal. So, dann schauen wir mal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, der Teddy hat gewonnen. Der Teddy wird nicht geköpft. Definitiv nicht. Das macht den Grizzly nur noch saurer. Und vergiss nicht, deinen Anti-Seebären-Kreis zu ziehen. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Das Schlimmste, das dir zwischen den Zähnen hängt, ist Sperma oder gar nichts. Ja, Sperma. Freifahrtschein für 2000 Punkte hier. Gibt's für Sperma. Sperma die Tür auf. Gut. Was kannst du am besten verwenden, wenn du kein Klopapier mehr hast? Lass einfach kleben oder Knickknacks. Ja, die kommen ja auch unverdaut wieder raus, ne? Ah, bin ich jetzt gespannt. Alle voten bitte. Und gewonnen hat, einfach kleben lassen. Mensch, das ist doch in Ordnung. Haben wir es nicht alle schon mal gemacht? Ich hoffe nicht. Next one. The first thought that runs through your head when a lobster clamps onto your genitals. Woran denkst du zuerst, wenn ein Hummer sich an deinen Genitalien festklammert? Schnipp, schnapp, der Pimmel ist ab oder ich will den essen. 15 Sekunden ist aber normal bei Quiplash. Das habe ich bei anderen Leuten auch schon schlimmer erlebt. Da kann man nicht so viel machen, leider. Gerade weil das OBS-Programm ein bisschen doof ist auch. Das hat irgendwie so einen natürlichen Delay von 5 bis 10 Sekunden. Ohne, dass du irgendwas machen kannst. Weil selbst mit dem besseren Gerät und der besseren Leitung war es nicht besser. Da kannst du nichts tun. Das ist normal. So. Und gewonnen hat... Man will den Hummer essen. Schmeckt natürlich auch gut. Lecker, lecker ist das. Okay, next one. A terrible name for a cruise ship. Ein schrecklicher Name für ein Kreuzfahrtschiff ist die Titanic. Oder Unsinkbar Nummer 2. Ach, das ist natürlich herrlich. Kommt beides auf das gleiche raus. Das eine hat noch einen Tittenwitz drin. Das ist jetzt die Frage, findet ihr sowas lustig? Findet ihr es nicht lustig? Das sehen wir gleich nach der Werbepause. Hier, ZDF. Aber ich dachte, die Öffentlich-Rechtlichen haben keine Werbung. Jetzt schon. Billy. Und dafür zahle ich GEZ-Gebühren. Stellt euch mal vor, ihr würdet meinen Stream mit GEZ-Gebühren finanzieren. Das würde doch gar nicht gehen. Unsinkbar Nummer 2. Da gab es die Punkte für den subtilsten Witz aller Zeiten. 200 Bonuspunkte für Sartre Freeman. Der räumt hier richtig ab. Merkt ihr das? That's the end of round two. Let's take a look at the scores. Dann schauen wir mal, wie sieht's aus. Das sah gerade sehr gut aus für Zarte Freeman. Er führt, aber nicht so weit. Also ist noch alles drin. Runde 3 entscheidet. This is round 3, the last lash. The last lash. Everyone gets the same one. So, jetzt kriegen wir alle die gleiche Frage. Und jetzt können wir schauen, ob das jetzt noch wird oder nicht.
Das entscheidet sich mit folgender Frage. A weird thing to hear from your doctor. I'm afraid you have blank. Etwas Unerwartetes, das denn dein Doktor sagen können. Ich fürchte, du hast oder sie haben, wir sind natürlich förmlich. Gut, jetzt sind dann nicht so viel Zeit, beeilt euch. Sieben Sekunden. Da fehlen noch zwei. Jetzt kommen die ganzen großen Krankheiten. Krebs, AIDS, Diabetes, schreibt Mike. Zwei Leute haben es nicht geschafft. Okay, soak it in. So. Also, etwas Unerwartetes, das dir dein Doktor sagen könnte. Ich fürchte, sie haben... Granautismo. Demenz. Was haben sie gesagt? Keinen Termin. Die Mathe-Klausur nicht bestanden. Scheiße. Komm mir nicht so. Eine defekte Zylinderkopfdichtung oder Klitoris-Penismus-Mumps. Natürlich ein paar Bomben bei. Jetzt bin ich gespannt. Haut in die Tasten. Wer zuschaut, hat einen Vote. Wer mitmacht, hat drei. Gulaschallergie. Ja, Gulaschallergie ist nicht so gut. Dann kann man ja gar keinen Gulasch mehr naschen. So, dann wollen wir mal schauen, wie sich das hier auflöst. Also, Klitoris-Penismus-Mumps hat zwei Punkte gekriegt vom Gulaschpapst und Sergeant Freeman. Immerhin 270 Punkte. Granautismo, auch zwei Punkte. 9%. 270 Punkte immerhin. Die Mathe-Klausur nicht bestanden, hat drei Stimmen gekriegt. Ja, das ist sehr persönlich für mich. Das tut mir leid. 420 Punkte dafür. Ich fürchte, sie haben eine defekte Zylinderkopfdichtung. 4 Punkte. 18%. Immerhin. 540 Punkte. Demenz. Was haben sie gesagt? 4 Stimmen. Und dafür 18%. 540 Punkte für Brain Coke. Und keinen Termin. Das gibt 6 Stimmen und eine Audience-Stimme. Das sind 32%. 960 Punkte für das Wurzelgemüse. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt hat. That's all. Now for the final scores. Dann schauen wir mal. Und? Ah, sehr knapp geworden. Aber Sergeant Freeman hat gewonnen. Die Zahnlücke gewinnt immer. Die Zahnlücke gewinnt immer. Und die beste Antwort war, die Nullen sehen aus wie Titten. Das fanden wir alle ganz toll. Das fanden wir alle ganz herzallerliebst. So. Oder die 100 Meter in 45 Sekunden rollen. Das war auch sehr schön. Gut. Aber ich denke, wir machen kurz 5 Minuten Pause. Wir gehen ja auch mal kurz zurück in den Titelbildschirm, dass ihr keiner in ihren Raum reinkommt. Moment. Also jetzt nicht joinen. Wir machen jetzt kurz eine Pause. Ja, ich möchte exiten. Hier sind auch noch mehr Spiele drin übrigens. Könnt ihr mal schauen. Das haben wir alles hier. Das können wir alles noch spielen, wenn ihr lustig seid.